Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch nach sehr, sehr langer Zeit nochmal einen Deko-Haul. Das habe ich echt ewig nicht mehr gemacht. Und ja, ich war vor allem bei Xenos, Teddy und bei Depot einkaufen. Genau, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Dann beginnen wir doch einfach mal mit Xenos. Da habe ich nämlich nur eine Sache gefunden. Leider macht der aktuell überall zu. Wenn ihr mehr dazu wisst, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil mich das auf jeden Fall sehr interessiert, weil das war immer so mein Lieblingsladen. Und zwar habe ich da diese Teebox her. Und ja, da habe ich einfach die ganzen Tees einsortiert. Und ich finde es einfach super hübsch, wenn das so in der Küche steht. Ist dazu halt auch noch sehr, sehr praktisch. Und ich dachte mir einfach, das muss mit. Ich mache jetzt weiter mit den Sachen von Teddy. Und Teddy hatte ja früher echt so einen Ruf, ja, viele sehr, sehr günstige Sachen, da kriegt man nichts Anständiges. Aber mittlerweile haben die wirklich richtig tolle Deko-Sachen. Ich sag mal so viel, die Sachen, die hinter mir stehen, die sind auch von Teddy und kann ich wärmstens empfehlen. Ich starte jetzt aber erstmal hiermit und das habe ich sogar von Paul geschenkt bekommen, weil ich liebe Knoblauch. Ich kann nicht ohne. Und da hat er mir einen Knoblauchtopf geschenkt. Der war nicht teuer. Ich glaube, der hat maximal 3 Euro gekostet. Und eine Überraschung, da ist natürlich auch Knoblauch drin. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht irgendwer von euch noch an meinen alten Hintergrund erinnern kann in meinem Jugendzimmer. Denn da hatte ich an den Wänden so zwei Hirsche hängen und einer ist leider kaputt gegangen. Und ich habe überall gesucht und versucht, einen neuen zu bekommen, weil ich auch unbedingt einen weißen haben wollte. Und ich hatte die damals bei Action gekauft. Und ja, jetzt bin ich erwartungslos in den Teddy gestürmt und habe den hier gefunden. Das finde ich richtig cool und ich habe für diesen Hirsch 8 Euro gezahlt. Und ich finde das richtig cool. Als nächstes habe ich diese Laterne gekauft und ich finde, die sieht viel teurer aus, als sie ist. Denn die habe ich für nur 10 Euro gekauft. Und ich finde die so cool für die Fensterbank bei uns. Ich werde dann hier so ein Fake-Teelicht reinmachen, also eins, was batteriebetrieben ist. Und damit mir da wirklich nichts anfängt zu brennen oder so. Ich habe da echt immer Schiss. Und ich finde dieses Dach hier so schön. Das ist echt so gut verarbeitet. Das ist total so detailverliebt, würde ich fast sagen. Und ja, ich kann es gar nicht erwarten, das beleuchtet zu sehen. Ihr seht schon, die ganzen Deko-Sachen sind eher weiß und silber und sehr hell. Die ganze Wohnung ist auch sehr hell eingerichtet. Wir haben auch nur weiße Möbel und so. Und so geht es natürlich auch weiter. Ich habe diese beiden Kerzenleuchter, heißt das Kerzenleuchter? Kerzenhalter. Die habe ich gekauft und einer hat dann 4 Euro gekostet, also zusammen 8 Euro. Finde ich richtig cool. Hier unten ist so ein silberner Halter und hier oben ist so kaputt aussehendes Glas. Also so ein bisschen älter, mir fällt jetzt gerade kein besserer Begriff dafür ein. Und ich habe mir gedacht, ich stelle die dann zusammen auf ein Sideboard, tue eine Kerze rein. Und ja, dann sieht das Ganze auf jeden Fall schon wohnlicher aus, als es jetzt aussieht, weil im Moment ist es hier einfach nur kahl. Jetzt muss ich auf jeden Fall so nach und nach hinter mich greifen, denn diesen Buddha-Kopf, den habe ich auch bei Teddy gekauft. Ich finde den so schön. Ich habe sogar schon überlegt, mir den nochmal zu kaufen, weil ich den gern auch noch so in der Wohnung stehen hätte, als nur in meinem Videohintergrund. Ja, der hat nämlich auch nur 10 Euro gekostet. Also es war ein richtiger Schnapper. Und auch hier denke ich mir, wenn man den jetzt zum Beispiel bei Depot gesehen hätte, der hätte da locker das Dreifache gekostet, ne? Also das ist schon echt eine richtig coole Sache. So, da muss ich nochmal hinter mich greifen. Also die Kunstblume hier, die ist von Ikea, die kriegt man da glaube ich auch noch. Die ist ganz cool. Aber es geht jetzt hier um diesen Übertopf und der ist halt quasi gefliest mit kleinen Spiegeln. Und der hat 4 Euro gekostet. Und ja, ich glaube, ich sage viel zu oft, das finde ich sehr schön, das gefällt mir so, aber es ist halt nun mal so. Sonst hätte ich sie auch nicht gekauft. Und ja, den habe ich jetzt aber schon so vor einem Monat gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gerade noch bekommen könnt. Aber ja, jetzt wisst ihr auch, woher ich die Sachen aus meinem Video-Hintergrund habe. Das waren jetzt alle Sachen von Teddy und jetzt geht's weiter mit Depot. Und da habe ich erstmal diesen Teller hier geholt. Den finde ich richtig cool. Der ist auch echt ganz schwer. Also der fühlt sich auch sehr hochwertig an. Hat hier unten so Pinöppel, damit man auch nichts zerkratzt. Und ich habe mir gedacht, da möchte ich gerne das Obst drauflegen. Und der wird wahrscheinlich in die Küche kommen auf unseren Tresen. Der muss aber noch aufgebaut werden.
Und der hat 19,99 Euro gekostet. Ich finde das ja immer ziemlich frech, wie viel so Deko-Teller kosten. Aber hier konnte ich echt nicht Nein sagen, weil der ist echt hochwertig. Dann habe ich hier noch was gekauft, das ist aber für meine Mama. Ich finde, bei Depot bekommt man die hochwertigsten Kunstblumen. Die sehen so unglaublich gut aus. Die hier ist jetzt natürlich nicht ganz so natürlich, weil die grün ist. Und ich glaube, so eine Farbe gibt es bei Hortensien gar nicht. Aber ich war öfters mit meiner Mama im Depot und sie meinte immer, ich brauche diese Blume für meinen Dekoteller. Und ich meinte immer, Mama, mach's nicht, sieht nicht gut aus. Ich habe ihr das immer versucht so auszureden und habe ihr die dann gekauft, weil ich ihr die auf ihr Geburtstagsgeschenk einfach so drauf tun möchte, so dekomäßig. Die hat jetzt 6 Euro gekostet und ich finde die echt richtig hübsch. Ja, und ich bin mal ganz gespannt, was meine Mutter damit vorhat. Ja, irgendwie habe ich noch eine Laterne gekauft. Die finde ich auch echt hübsch. Ich habe auch extra passende Sachen dazu geholt. Das werdet ihr gleich sehen. Die hat jetzt 12,99 Euro gekostet. Und die war da ausgestellt mit so einer silbernen Kerze drin. Das sah richtig cool aus. Ich habe da jetzt aber keine Kerze geholt, weil Kerzen kriegt man woanders einfach viel günstiger. Wir fahren gleich sowieso noch zu IKEA. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne einen IKEA-Haul haben möchtet, weil dann werde ich nämlich einen für euch drehen und dann werdet ihr auch sehen, ob ich die passende Kerze dafür gefunden habe. Und ja, genau, ich dachte, das hier werde ich auch auf ein Sideboard stellen, zusammen mit den beiden Sachen, die jetzt als nächstes kommen. Passend zu der Laterne habe ich mir schon wieder Kerzenständer gekauft. Ich glaube, es ist ein klares Muster zu erkennen in diesem Video. Und ihr seht, die sind wirklich sehr, sehr dezent. Also die haben keinen Schnickschnack oder so. Die sind einfach nur verschieden groß, beide in Gold. Und ich mag das, wenn man die dann einfach so versetzt hinstellen kann. Im Laden waren die dekoriert mit silbernen Kerzen, nee, nicht Silber, mit grauen Kerzen. Und es sah richtig schön aus. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber ich werde das auf jeden Fall nachmachen und das genauso dahinstellen. Der kleine Ständer, der hat 9,99 Euro gekostet und der große Kerzenständer hat 12,99 Euro gekostet. Und ja, so sehen sie aus. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Vergesst nicht, auch mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr einen IKEA-Haul haben möchtet. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz, 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 ganz bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.